zurück am Hockenheimring. Finale, ultimatives Finale ADAC GT Masters in dieser Saison. Letzter Lauf und noch etwas über 10 Minuten und wir sehen den verzweifelten Kampf und Sie konnten das ja gerade auch erkennen, liebe Zuschauer, in dem kleinen Fenster, was da war, von Christian Engelhardt, sich von Position 3 auf Position 2 zu verbessern, Patrick. Was für ein Manöver hier. Ja, wir sehen, dass Dolenz eigentlich die Tür offen lässt, wie er das vorhin schon bei Arsch Götz gemacht hat. Relativ weit ausholt, um in diese Haarnadel reinzufahren. Engelhardt versucht, fährt innen über den Curb, das Auto hebelt leicht aus, versetzt dadurch und trifft ihn so ein bisschen an der Seite. Zu Recht, oder klar, dass Joe Edwards sich aufregt, der will natürlich gucken, jetzt wird es aber schon ein bisschen ungemütlich. Jetzt wird es mit Vorbande gefahren. Zumindest ist er auf jeden Fall Engelhardt mal vorbei hier im Bereich des Motorbroms. Dolenz hatte da so ein bisschen die Tür zugeschmissen. On board mit Robert Renauer, der das Ganze hier filmt. Also in Sachen Meisterschaft wird die Gangart knapp 10 Minuten vor der Entscheidung hier deutlich härter. Engelhardt wollte vorbei, hat das jetzt auch richtig durchgedrückt und ist auf 2. Was ihm... Die waren wohl wirklich sauer. Sean Edwards war vorhin schon in der Box, da sehen wir es, bei Fach und hat sich beklagt, warum er ihn nicht vorbeilässt. Ihr habt doch auch den Sebastian Asch vorbeigelassen. Aber das sehen die offensichtlich anders. Und das wollen wir mal hören, wie das denn gesehen wird bei Sean Edwards. Jan Stecker steht mit ihm im Gespräch. Ja, Sean Edwards steht neben mir. Ich frage mal, wie wütend der denn war, dass Dolenz seinen Kollegen nicht vorbeigelassen hat. How angry have you been that Dolenz didn't let Christian Engelhardt pass by? It makes no sense, you know. They're obviously fighting for position overall, but they let the Mercedes pass like nothing. They go wide and leave the door open, and then they're blocking us and losing us time to the Mercedes. It makes no sense. They're in the amateur championship, and it's obvious that Christian will eventually pass him. So what's the point in fighting? You know, try and let him go and attack the Mercedes. It's Porsche to Porsche, so. Yeah, it's exactly. If Porsche want to win the championship, they should really take a stake in this. I mean, it doesn't make any sense for him to do that. I mean, you know, eventually he was going to pass him, which he has now. But the gap to the Mercedes is so big now that, you know, it's almost impossible to get. So almost 6 minutes or so, it's not enough, right? No, unless the Mercedes had a problem or makes a mistake, then it's too much now. But, you know, if he got past him after one lap, then I'm sure he could have caught the Mercedes because he was so much faster. For me, it doesn't make any sense what just happened. Thank you, Sean Edwards. Also, Sean Edwards hat gesagt, es macht für ihn überhaupt keinen Sinn, warum Dolenz ihn nicht vorbeilässt. Er ist Champion. Außerdem ist es Porsche zu Porsche. Und es wäre ein schöner Zweikampf gewesen zwischen ihm und, also zwischen dem Porsche und dem SLS AMG. Von daher, er versteht das Ganze nicht. Ich glaube, man muss das aber auch mal gerade rücken. Es sind zwar Porsche gegen Porsche oder Porsche und Porsche, aber das sind alles eigenständige Teams, die privat finanziert sind und jeder hat seine Interessen. Und zum anderen muss man sagen, geblockt hat er ihn nicht. Also Dolenz ist seine Spur gefahren, hat er aber nicht rechts und links die Tür zugemacht. Ich glaube, da muss man so ein bisschen rausnehmen. Ich verstehe das, es geht um die Meisterschaft. Und jetzt hat er natürlich Christian Engelhardt mit 5,5 Sekunden Rückstand auf den führenden Sebastian Asch. Ganz, ganz schwere Karten, da noch nach vorne zu kommen. Die Roller Corvette nach wie vor auf der 6. Position. Und die Punkte sehen Sie eingeblendet. Es wären Asch und Götz Meister. Und die würden zum Finale, zur Krönung, die würden, ich sage es ganz bewusst, 7 Minuten vor Ende. Gestern bei 7 Minuten war auch noch alles anders. Die würden dann quasi mit einem Sieg das heute nochmal ausmachen. Absolut, aber da sehen wir auch, dass das letzte Rennen auch wirklich die Meisterschaftsqualität beweist. Der Meisterschaftserste und Führende im Moment an Position 1, der Meisterschaftszweite auf Position 2 und auch die Meisterschaftsdritten in dem Fall auf Position 6 hier im Wagen mit Diego Alessi und der Callaway Competition Corvette. Also, da zeigen sich wirklich, und wir haben Reifenschaden, oh, man darf gar nicht hinsehen, hinten, links, wo auch sonst. Jetzt wird natürlich an der Box überall wird gezittert. Es wird gezittert, es wird gebankt. Und wir sehen Dolenz, der jetzt auf der 3. Position unterwegs ist. Engelhardt konnte sich etwas absetzen. Dahinter ist es Robert Renauer auf 4. Fünfter ist Harald Protschik. Und dahinter ist es dann ja, einer, der mit in der Meisterschaft noch ein Wörtchen mitredet. Alessi und Keilwitz. Die müssten aber jetzt schon Zweiter werden, sofern der SLS hält. Also das ist jetzt alles ein Bangen, ein Zittern in den letzten 6 Minuten. Ja, 16 Stunden Rennen. Und jetzt sind 6 Minuten, die so entscheidend sind hier in Sachen Meisterschaft. Wer kommt da durch? Da kann auch keiner mehr eingreifen jetzt von außen. Das müssen jetzt die Fahrer unter sich ausmachen. Die spüren natürlich im Fahrzeug. Wie ist das denn als Fahrer? Bahnt sich so etwas an mit dem Reifen? Kann man das merken?
Auto Nummer 36 bekommt eine Durchfahrtsstrafe. Eine Durchfahrtsstrafe für die Attacke gegen Dolenz. Für die Attacke gegen Dolenz. Das heißt, er wird jetzt in die Box reinfahren müssen, bei 60 Stundenkilometern durchziehen. Die Stimmung bei Schütz und Weinig haben wir gesehen in eurem Team, wie die reagiert haben. Also, ich bin jetzt mal frech. Ich sag mal, man hat 3 Runden Zeit, so eine Strafe anzutreten. Ich glaube, die treten die nicht an. Weil in 3 Runden ist das Rennen zu Ende und dann gehen die lieber nachher diskutieren, was ich irgendwie schwierig finde. Die Strafe, naja Gott, ich meine, er hat ihn leicht berührt hinten, hat ihn ein bisschen angeschoben, er wollte vorbei. Puh, schwierige Entscheidung, die da getroffen wurde mit der Durchfahrtsstrafe für die 36, für eben das Team. Wenn es dazu kommt, natürlich maximaler Eingriff in die Meisterschaftsgesamtwertung auch, weil dann, und das wird ja Sebastian Asch im Fahrzeug jetzt erfahren, dass das ausgesprochen wurde. Also noch weniger Grund für ihn voll zu pushen, sondern versuchen, seinen Wagen jetzt heil nach Hause zu bringen. Und hier die letzten Minuten für Kfz-Teile 24-Team, die letzten Minuten vor dem Gesamttitel. 4 Minuten 25 Sekunden für Sebastian Asch auf dem Weg. Fragezeichen zum Titel, Ausrufezeichen. Dahinter ist es Engelhardt, da gab es die Strafe. Drive-thru for pushing car number 15. Das ist der offizielle Wortlaut der Rennleitung. Also das Anschieben von Sven Dolenz hat die Rennleitung dazu bewegt, ihm diese Durchfahrtsstrafe zu geben. Er hat 3 Runden Zeit, sie anzutreten. Ich wage es mal zu bezweifeln, dass man das an der Stelle tut. Ja, atmen nochmal durch. Nebenbei hat die Roller-Kobett den Sprung auf die 4. Position gemacht. 4. Position, das wären 12 Zähler an dieser Stelle. Wenn Engelhardt dann raus müsste, hätte er sogar 15 Zähler. Wir sehen, dass Protschik und Renauer sich da so ein bisschen behaken. Außenrum Alessi und dann innen reinfährt und 2 Positionen gut macht. Momentan, wie gesagt, die 4. Position, das wären 12 Zähler on top. Spannung bei Kabel 1, gibt es die nächsten Rangelei. Topsport, und das kennen Sie hier nicht anders. Und wir freuen uns natürlich auch, in der nächsten Woche Ihnen wieder Ähnliches bieten zu können. Die UEFA Europa League bremst aus. Was ist denn jetzt los? Ja, der dreht den Dolenz um. Der dreht den Dolenz um und deswegen war Protschik und Renauer wieder vorbei, was ich auch nicht verstanden habe. Also konsequenterweise müsste der jetzt auch eine Drive-Thru-Penalty bekommen. Also von all dem unberührt an der Spitze, das ist mal Sebastian Asch. Der zieht seine Runden und der will das Ding für sich entscheiden. Der will das Ding für sich und Maxi Götz entscheiden. Und dahinter, die geben sich's mächtig. Ja, nur es hilft dann in den einzelnen Punkten nichts mehr, solange der Mercedes durchkommt. Ich erinnere gerne dran, gestern hat 6 Runden vor Schluss den Mercedes mit dem Reifenschaden zerlegt. Jetzt nicht. Die 6 Runden vor Schluss sind lange vorbei. So, da macht Dolenz zu und Alessi fährt rein. Ich lege das jetzt mal als klassische Fehlinterpretation aus. Dolenz, wir sehen, das fährt immer sehr weit in diese Spitzkehre rein. Und deswegen meinen alle anderen, den kann ich da so ganz locker nebenbei mal überholen. Das ist halt seine Art, die Ideallinie in dieser Spitzkehre zu fahren. Spät einlenken, später scheitern. Das Auto steht früher gerade, kann früher beschleunigen. Die anderen fahren da ein bisschen aggressiver rein. Also da kann man geteilter Meinung sein über diese Art der Manöver in der Spitzkehre. Otto Kloos und Nina Guger, die machen da fair Platz. Das Schwesterauto von Fach Autotech mit der Startnummer 16. Und die sind jetzt Dritter. Harald Protschik, Dominik Baumann haben sich so aus allem ein bisschen rausgehalten. Und schwuppsdiwupps steht man da auf der 3. Position. Alessi auf 4. Und wie du es richtig prognostiziert hast, sehe ich Engelhardt nicht zur Drive-Thru-Penalty reinkommen. Also das wird sicherlich noch nachher diskutiert. Aber sei es drum, wenn Asch Götz durchs Ziel kommen und das dauert noch 2 Runden, dann ist es wurscht, weil dann reden wir in der Gesamtposition um irgendwas dahinter. Aber schau dir mal die Zeitung an. Wir lassen das jetzt mal außen vor mit der Penalty. Wir sehen, dass momentan Engelhardt aufdreht. 1,3 Sekunden hat er dem Asch im letzten Umlauf gegeben. Das waren 3,1 Sekunden Rückstand. Die Uhr läuft runter. Wir gehen jetzt in die letzte Runde, in die entscheidende Runde in der Meisterschaft der ADAC GT Masters 2012. Jetzt heißt es nochmal spannend bleiben, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben
auf jeden Fall. Die Gesamtführenden vorne Arsch. Und du hast recht, Engelhardt drückt jetzt nochmal. Das wäre ein Unterschied in der Gesamtsituation. Da sehen wir die beiden Partnerfahrer. Ich kann das voll mitempfinden. Du weißt jetzt gar nicht, was du machen sollst. Anstelle von Arsch fahre ich jetzt durch. Ist Engelhardt mir egal, gab es die Strafe, was auch immer. Er muss das jetzt runterspulen. Und du bist jetzt irgendwie schon nervös. Du hörst rein. Gestern der Reifenschaden. Jetzt an der Stelle ist es passiert. Geht das gut beim Anbremsen? Reifen hält. Jawohl, jetzt nochmal rausbeschleunigen aus der Haarnadelkurve. Dann sind es noch 6, 7 Kurven. Noch einmal ins Motodrom eintauchen hier. Und Engelhardt im Rückspiegel nicht aus den Augen verlieren, der immer größer wundern wird. Wundern Sie sich nicht oben über die Uhr, selbst wenn sie auf 0:00 ist. Natürlich ist eine Zieldurchfahrt gefordert. Aber das ist auch nicht mehr so fürchterlich weit. Ja, Mercedes-Tribüne nochmal vorbei. Dann, das ist im zweiten Gang eine Ecke. Rausbeschleunigen. Dritter, vierter Gang. Er sieht immer noch Engelhardt hinter sich, der nicht in die Box reingefahren ist. Nebenbei, die 28 bekommt auch diese Drive-Thru-Penalty. Alessi für das Umdrehen von Sven Dolenz. Der musste ganz schön einstecken. Aber wir konzentrieren uns. Einfahrt, Motodrom, Sachskurve, dritter Gang. Nochmal runterbremsen. Vorbei an den Zuschauern, vorbei auf der Tribüne. Das Auto scheint zu halten. Und dann beschleunigt er raus. 2 Rechtskurven und dann wird es wohl so sein, dass egal was diskutiert wird in Sachen Penalties oder auch nicht, die haben das Ding heute einfach gemacht. Sebastian Asch und Maxi Götz, die gewinnen und sind Meister 2012 und das ist meine Ansage und ich bin einfach so frech und gehe direkt mal rein in den Funk. Sebastian Asch, herzlich willkommen aus der Kommentatorenkabine. Glückwunsch zum Meistertitel. Ja, die funken gerade noch mit dem Team. Ich bin Kaufmann, nach 18 Uhr. Wir haben jetzt gerade mit einer 5-Sekunde-Sektor rein. Wir haben vor dem Tier, wir fahren die 5 vorne sind. Er sagt, das war der Zins seines Lebens. Sebastian, Glückwunsch an euch, großes Kompliment und feiert diese Nummer mal richtig anständig. Mit einem Sieg die Saison zu beenden, große Leistung, Kompliment für die Meister. Das gibt's nur bei Kabel 1, meine lieben Motorsportfreunde. Direkt den Meister nach Zieldurchfahrt im Gespräch. Tolle Situation, die ersten Emotionen aus dem Auto im Mini-Interview, was natürlich ein wenig darunter leidet, dass auch der Meister erstmal nach Worten ringt, nach diesem spannenden Rennen. Maxi Götz, der freut sich. Die Faust geht nach oben. Ja, das ist schon ein ganz besonderer Moment, wenn du wirklich kämpfst und so viele Punkte einholst und das Ganze dann mit einem Sieg zu krönen. Also ich meine, was gibt's Schöneres im Leben eines Rennfahrers als so eine Nummer? Und was die danach folgenden Platzierungen angeht, müssen wir im Prinzip jetzt erstmal abwarten, was denn das offizielle Endergebnis des Rennens sein wird, weil möglicherweise werden ja die Strafen noch im Nachklapp berücksichtigt und dann wissen wir im Moment noch nicht, auf welchen Positionen denn Engelhardt und Alessi sich einfinden werden. Aber wir haben einen Sieger bei den ADAC GT Masters 2012 und einen Sieger im 16. Rennen im Hockenheim. Und das ist Maxi Götz und der ist im Gespräch bei Jan Stecker. Maxi, sorry, dass ich dich rausreißen muss. Du willst natürlich feiern, aber wir wollen auch wissen, wie du dich fühlst. Perfekt gelaufen. Sieg und Meisterschaft in einem. Ja, ich habe Tränen in den Augen. Letztes Rennen, Sieg und die Meisterschaft. Ich meine, jetzt war noch eine kleine Diskussion wegen den Strafen, was ausgesprochen wurde, aber wir haben mit eigener Kraft gewonnen beim letzten Rennen und jetzt sind wir Meister. Das ist einfach unglaublich. Das ist hammergeil. Das wollte ich auch gar nicht länger aufhalten. Ja, genau, danke. Das wollten wir hören. Viel Spaß noch beim Feiern. Und Sie verpassen nichts. In 25 Sekunden sind wir wieder da und feiern mit Ihnen zusammen den Meister 2012.